Damit endlich die Cases. Lilly, schön, dass du da bist. Eine so schöne Katze. Natürlich. Wir gehen live rein für YouTube dementsprechend. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem fantastischen Samstag. Live aus dem Stream. Live aus dem Stream. Live aus dem Stream. Dreimal sagen, dann ist es wahr. Large schreibt schon rein, Gold, Gold, Gold ist heute das Thema. Aber natürlich. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem fantastischen Samstag. Eine weitere Folge Case & Kaffee, diesmal im Live-Format. Wir sind hier gerade auf unserem Community-Server. Livestream ist noch am Start zum Abschluss des Tages, zum Beginn des Samstags. Natürlich die Cases. Ein großes Fest. Was haben wir heute vor uns? Drei Stück an der Zahl. Selbstverständlich, wieso denn nicht? Und ich würde sagen, wir gehen zuerst mal rein. Ganz entspannt an eine Fracture-Case. Davon gibt's ein paar. Gesponsert wurde diese Fracture-Case von Ed Andy. Vielleicht sowas wie Andy. Man kann nur mutmaßen, man kann nur munkeln. Was haben wir hier? Level 25, einige Badges am Start, das ist natürlich schön. Ein Talon Knife Stain sehen wir hier unten auch. Screenshot. Natürlich, auf das 2. Golden Coil ist ebenfalls da und die Royal Paladin, um das mal exakt deutsch auszusprechen, bin ich gespannt. Ansonsten Favorite Group ist natürlich die falsche. Das ist, glaube ich, klar. Wir sehen es ja aber auch oben rechts. Lapyrus Fest ebenfalls am Start, fast die 600 Mitglieder. Link ist natürlich in der Beschreibung. Ansonsten Total War ebenfalls am Start und GTA San Andreas. Hier habe ich es angekündigt. Wenn du da bist, bist du da. Falls nicht, dann nicht. Wir gehen mal ins Inventar rein. Oh, das ist halt... Oh nee. Jetzt geht es nicht, weil Steam jetzt sagt, wir können uns die Inventare nicht anschauen. Das ist mehr als ärgerlich. Andy, es tut mir leid. Ich danke aber vielmals für die Case. Und da gehen wir jetzt rein. Was haben wir hier im Angebot? Fracture Case. Wir haben unter anderem die Tech Nine Brother. Finde ich sehr stark. Habe ich eine Zeit lang gespielt. Ansonsten, was sehen wir hier denn noch? Ich finde die Galil nicht verkehrt, ehrlich gesagt. Von der Tooth Fairy bin ich ja absolut gar kein Fan, ne? Der Tooth Fairy finde ich ja absolut furchtbar. Die Vogue, die spiele ich, die finde ich geil. XMC nicht ganz. Die Deagle Prince Stream ist natürlich wunderbar. Ist natürlich klar. Grüße an Joni, hat sie im Loadout, die ganze Collection. Ist stark. Absolut. Alternativ AK Legion of Anubis. Und da ist der Favorit, glaube ich, ebenfalls klar. Das ist nämlich ganz klar die Prince Stream. Die Legion of Anubis ist schick, meiner Meinung nach, ist aber halt auch inzwischen nichts mehr wert, muss man fairerweise sagen. Wir gehen rein. Natürlich, was denn sonst, meine Freunde? Ein großes Fest. Mal wieder ein schöner Stream gewesen, da fliegen einige Pinks vorbei. Wir landen bei einem Pink. XM10 Entombed, das ist doch schön. Das ist schön, ich sollte mehrere Cases im Stream aufmachen. Das hat bisher eine sehr gute Bilanz. Floatmäßig 1.004, das ist doch stark. Ist doch wunderbar. Machen wir den provisorischen Preischeck. Was kommt dabei raus? Was finden wir hier? Ey, 4 Euro. Das ist ja nicht verkehrt. Nehme ich mit. Als nächstes, Spektrum 2 Case, ebenfalls von Andy, selbstverständlich. Und Spektrum 2 hat erstens natürlich geile Knives, Punkt 1. Und ansonsten, auch die AK Empress ist jetzt ähnliches Spiel wie bei der Legion of Anubis, die wir gerade hatten, ist aber meiner Meinung nach im Prestige noch weiter oben. Legion of Anubis ist schon ziemlich low, muss man fairerweise sagen. Empress ist schon ein bisschen edler, meiner Meinung nach, ist schon ein bisschen geiler. Alternativ P250 See You Later ist ein Fest. Spiele ich selber, ist einfach geil. Ansonsten, hier schauen wir uns mal ganz kurz an. Einmal Vollbild. Die Knives. Die sind nämlich fantastisch. Bowie Knife ist am Start. Butterfly ist am Start. Da auch Doppler, Tiger Tooth, Felchen, Huntsman und Shadow Daggers. Da gibt es ein paar Banger. Da gibt es ein paar richtig schöne Banger. Und dementsprechend gehen wir da rein. Andy, nochmal danke dafür. Spektrum 2 Case. Ich bin ja ein Fan, muss ich sagen. Ein Blue. Damit war zu rechnen. Nach dem Pink, MAC-10 Oceanic, haben wir auch schon einige Male gezogen, ey. Also die Liste ist lang, Float-mäßig 0633, Field, Quatsch, Factory New, das ist stark. Ja, das nehmen wir mit, auf jeden Fall. Zum Abschluss des Streams und zum Abschluss dieser Case & Kaffee-Folge am heutigen Samstag, eine Glove-Case. Gesponsert wurde diese und ich habe ihn im Stream schon gesehen, das freut mich sehr. Hoppala, Moment mal, da muss ich jetzt nochmal, das ist hier perfekte Vorbereitung. Das ist auch das falsche Fenster, fällt mir gerade auf. Gesponsert wurde die Glove Case von Global Scholz. Das ist natürlich schön. Auch er in Lapyrus Fest drin. Er hat auch nur eine Gruppe. Das ist geil. Pearl World ein paar Stunden investiert. Das ist schick. Ansonsten ein paar wenige Kommentare. Aber Inventar können wir uns jetzt ebenfalls nicht anschauen. Was wir hier aber sehen im Item Showcase ist ja schon genug, kann man sagen. Eine schöne AK Vulcan. Eine Glock Blue Fisher. Galil Eco, da bin ich jetzt gespannt. Galil Eco bietet sich natürlich an. Für Crafts mit dem neuen Sticker. Das ist geil. MAC-10 Fade, Tech-9 Fuel Injector am Start mit Navi Crafts. Ebenfalls sehr schön. Und M4A4 Asimov Virtus Pro MLG Holo. Die würde ich mir jetzt gerne anschauen. Ansonsten USPS Print Stream, Deagle Print Stream. Das ist schick. Farmers Mecha Industries. Und ein kleiner Cloud9 Fan.
wie man hier sieht. Cloud 9 auf der Arca, Cloud 9 auf der Farmers. Nicht verkehrt. 5-7 Kami ist natürlich ein bisschen schmerzvoll, meiner Meinung nach. Aber auch die MP9 Hypnotic, die finde ich stark. Als Knife, Flip Knife Doppler, Factory New, das finde ich mega. Muss ich sagen, also Flip Knife, sehr selten inzwischen geworden. Und als Doppler, also finde ich Banger, auf jeden Fall. Dazu natürlich passend, die Imperial Plates, mein Lieber. Geile Kombi. Deagle haben wir schon gesagt, Dragonfire, AWP Asimov im Battlesguard und eine P90 Asimov. Das ist doch ein Fest. Damit gehen wir natürlich in die Case rein. Fruben fragt nach dem Kami-Pattern. Stimmt, das ist natürlich jetzt interessant. Aber Glove Case, einige Banger. Ich habe die P2000 Turf, habe ich selber und ich finde die sehr geil. Ich finde die vom Material her und von den Farben finde ich die mega schick. Dual Berettas, ebenfalls Banger. Auf jeden Fall. Was haben wir ansonsten? Die A1 Flashback bin ich nicht so Fan von. Die Nova Gila, Gila, keine Ahnung, aber sieht lustig aus, auf jeden Fall. USPS Cyrex, ja, ist in Purple, bedauerlicherweise. Das fühle ich auch. Ansonsten Farmers Mecha Industries haben wir gerade begutachtet. Ist in Ordnung. Ich muss aber sagen, ich finde die A1 wesentlich geiler. P90 Shallow Grave, die finde ich sehr nice. Ich finde sie vom Motiv her leider ein bisschen, jetzt in CS2 kommt es nicht mehr ganz so geil. Aber von der Idee her, von der Umsetzung, gefällt sie mir. Ich fand sie in CSGO noch ein bisschen schicker, aber finde ich sehr nice. Über die Sword of Regen wenig. Scout Dragonfire, natürlich geil, keine Frage. Und die M4A4 Buzzkill, selber FNZ-Track im Loadout, geil. Auf jeden Fall, meine Güte, ist das ein schöner Skin. Ansonsten natürlich wunderschöne Gloves, potenziell sehr seltene Gloves. Dementsprechend gehen wir da rein. Der Abschied vom heutigen Stream, von der heutigen Folge Case & Kaffee, leider. Ein weiteres Blau, Max 7 Sonar. Und das ist leider ein wenig schade. Muss ich sagen, das ist schmerzhaft. Finde ich aber von der Idee her, also von den Farben, finde ich die Max 7 gar nicht verkehrt. Ich finde, das Blau kommt eigentlich sehr gut. Die sieht nur leider ziemlich abgebumst aus. 0481, die ist FN oder was? Stehe ich auf dem Schlauch? Nee, die ist FN. Hä? Warum ist der Skin denn bitte FN? Das ist doch skandalös. Das sehe ich gar nicht ein. Das Ding sieht aus wie viel testet. Nee, ey, komm. Das ist wirklich der Skin in FN? Ich finde den ziemlich wack, ehrlich gesagt. Das gefällt mir gar nicht. Scheißendreck. Was machen wir jetzt damit? Ich meine, klar, wir haben Pink gezogen. Und damit sollte man sich natürlich erstmal zufriedenstellen. Das ist, glaube ich, auch klar. Aber sind wir das? Sind wir zufrieden mit einer XM10 enttumt? Ich für meinen Teil ja eigentlich nicht, muss ich fairerweise sagen. Ich finde es eigentlich ziemlich schäbig. Das ist ein Pink, was ich weder spielen möchte, noch was jetzt unbedingt großen Wert hat. Wir haben es gesehen, 4,50 € oder was. Es ist ein bisschen low, muss ich sagen. Ein wenig sehr low. Lilly ist inzwischen weg. Das ist schade. Ich mag das ganz und gar nicht, wenn meine Katzen nicht zu Hause sind. Ich meine, sie ist jetzt einfach umgezogen zur Futterschale. Das muss natürlich erlaubt sein, das ist, glaube ich, klar. Aber was wir hier jetzt noch haben vor uns... Komm, das machen wir jetzt. Ich bin nicht befriedigt, schreibt Rune in Chat. Ja, richtig. Moment, Koordination ist wichtig. Deswegen geht's nochmal zum Abschluss rein in eine schöne Phoenix Case. Ich bin gerade verwirrt, weil Spiro schreibt, er hat eine ähnliche Decklampe. Ach lol, ich war bei Desktop-Lampe. Falsch abgebogen. Phoenix Case ist die Case zum Abschluss, zum Warenabschluss. Danach kommt nichts mehr. Die haben hier ein paar schöne Skins. USPS Guardian ist natürlich ein Klassiker, wird schnell langweilig, hat aber viel Potenzial für Crafts. AK Redline, absoluter Klassiker. Auch ohne Crafts, fantastisch, aber bietet natürlich viele Fläche an. Es wäre ein Traum. Ich bin ehrlich. AK Redline, Stat MW, boah, fände ich stark. P90 Trigon, dann eher auf der Verliererseite des Ganzen. Genauso wie die Nova Antique, aber natürlich AWP Asimov, das wäre ein Fest. Muss ich sagen, boah, ist auch einfach ein Banger. Also AWP Asimov, das Ding wird nicht langweilig. Das Ding ist jetzt inzwischen da, seit ungefähr irgendwas zwischen 9 und 11 Jahren. Und es ist immer noch geil. Also meine Güte. Auch Chameleon haben wir jetzt inzwischen auch, jetzt seit dem Update, ein paar interessante Crafts gesehen. Auf jeden Fall. Und alternativ Golds. Natürlich Knives, OG Knives, in den ersten Finishes. Wir gehen rein. Direkt. Da lassen wir gar nichts anbrennen. Knife wäre schön, ich bin ehrlich. Wir sind jetzt knapp bei Folge 100. Da ist die Redline vorbeigeflogen. Das ist ärgerlich. Und wir landen bei der UMP Corporal. Boah, und das schmerzt. 1467. Kurz vor viel testet. Knappes Minimal Wear. Am Ende aber scheißegal. Large schreibt in Chat F. Das ist richtig. Mies wird kommentiert von Ruben. Das ist alles andere als schön. Das ist schmerzhaft. Uiuiui. Aber jetzt müssen wir es uns schönreden. Wir haben Pink gezogen heute. Highlight der Cases.
Und dementsprechend verabschiede ich mich für heute. Verabschiede ich mich für heute. Wünsche euch einen wunderbaren Start in diesen Samstag. Liebe Grüße an die Leute im Chat. Natürlich Livestream jeden Freitag 19 Uhr. Ihr könnt gerne, liebend gerne dabei sein. Und damit verabschiede ich mich für heute 15 Uhr. Natürlich wieder Kaffee und Kuchen. Bei uns auf dem Discord wird ebenfalls gelivestreamt. Auch die Frage kam gerade im Chat auf. Ein paar Community-Matches. Das ist doch wunderbar. Damit verabschiede ich mich für heute. Wünsche euch, wie gesagt, einen wunderbaren Start in den Samstag. Viel Erfolg bei dem, was ihr heute tun werdet. Und wir hören uns morgen wieder in alter Frische. Bis dahin. Auch an den Stream natürlich. Meine Freunde, es war mir ein großes Fest. Wir gehen hier nochmal rein. Es war natürlich wunderschön. Was soll ich anders sagen? Freitag wird der Livestream-Tag und ich habe da mega Bock drauf. Es ist wunderschön. Viel Freude, viel Spaß. Ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Meine Game-Performance in CS2 ist einfach nicht geil. Die Frames droppen bis zum Abwinken. Aber wir haben trotzdem eine schöne Zeit. Das freut mich sehr. Dementsprechend euch einen schönen Restfreitag. Eine gute Nacht. Wir hören uns morgen wieder in alter Frische. Wotan schreibt's noch. Wer noch daddeln will, auf dem Discord ist Platz. Und ansonsten natürlich eine gute Nacht. Wir hören uns morgen wieder. Also, macht's gut. Das war ein komischer Abschied. Macht's gut. Wann habe ich mich denn mit macht's gut verabschiedet? Wir hören uns morgen wieder in alter Frische. Auch live. 15 Uhr, Livestream. Bis dahin. Oh, du bist schwer geworden auch. Hier bitte. Sei nochmal kurz Model. Genau, leg dich da mal hin. Macht's gut, ihr Leute. Schön, dass ihr da wart. Hat mich sehr gefreut. Natürlich, Katze ist immer am Start. Also, abschließend, eine gute Nacht.